So, aber wir wollen keine Weibernhöhlen ausnehmen, sondern den eisernen Thron finden. So. Dann schauen wir doch mal. Ah, hier ist nicht mehr wirklich viel Platz. Wenn ich der eiserne Thron wäre, würde ich hier irgendwo mein Lager aufschlagen, wenn hier Wasser ist. Damit man nur von zwei Seiten sozusagen angegriffen werden kann. Also gehen wir mal da hoch. Oh. Du warst aber früh aggressiv. Nicht mal in deiner Nähe. Egal. Also da ist ein Trampelpfad und hier geht es den Berg hoch. Gehen wir mal da lang. Dünner hier sollte nicht vor, okay. Gehen wir mal den Weg hier lang. Ah, das ist komisch, dass sie keine. Oh oh. Na, wo teleportierst du dich hin? Oh, das ist okay. Zaubern? Nee. Wie schaut es mit Heilung aus? Ein bisschen haben wir noch was, aber das sollten wir gleich mal benutzen und dann rasten. Denn wenn wir schon durch die Vordertür in das Lager des Eisenthrons reinmarschieren, dann sollten wir wenigstens ein paar Zauber parat haben. So, schlafen. Ah, was haben wir da? Noch eine Brücke. Bist du jetzt endlich eine Zugbrücke, wie ich sie im Kopf habe, oder bist du auch nur ein Übergang? Du bist auch nur ein Übergang. Ah, nicht so verstreut. Schön zusammenbleiben. Ein Lindwurmbaby. Okay, alle mal auf den da. Ah, und lasst Minsk dadurch. Die haben keine Köpfe. Also jedenfalls keine, die er mitnehmen könnte. Schauen wir uns die nochmal kurz an. Vielleicht steht da irgendwas bei. Der abgetrennte Kopf eines Lindwurms ist zwar furchteinflößend, aber zugleich auch beruhigend. Weil einer weniger davon rumflattert, ha? Sein mit Fangzähnen bewehrtes Maul und sein stechende Augen lassen einer schauern. Doch zugleich ist der Gedanke, dass er auch von gewöhnlichen Sterblichen niedriger Stufe... Niedriger Stufe besiegt werden kann, sehr beruhigend. Na gut. Aber leider keine Hinweise, wo wir das abgeben können. Das letzte Kopfgeld war ja bei der Kommandantin im windigen Schwindler. Vielleicht nimmt sie auch hierfür Kopfgeld. Weil die Weibern greifen schließlich die Bauern an und stehlen das Vieh. Das könnten wir probieren nachher. Und gute Erfahrungspunkte bringen die auch. So. Wir sind jetzt einmal zickzack gelaufen. Eine Zwergenmine soll es sein, wo sie sich eingenistet haben. Da müsste man doch eigentlich ein paar Spuren an der Oberfläche sehen. Also riesige Schutthallen oder dergleichen. Naja, es kommt drauf an, wann das eine aktive Zwergenmine war. Wenn die jetzt schon seit 1000 Jahren nicht mehr benutzt wurde, dann wohl kaum. Noch mehr Babys. Ja, eure Mama haben wir leider umgebracht. Weil sie ihre Höhle verteidigt hat. Ja. Sorry, kleine Jungs. Heilung. Heilung. Noch mehr Heilung. Ah, was würde ich tun für einen besseren Heilzauber? Aber da muss Shahira noch ein, zweimal aufsteigen, denke ich. Und sie kann auch nur noch ein, zweimal aufsteigen.
Da oben wird es wohl kaum sein. Und ein weiterer Kartenabschnitt kann da auch nicht sein. Höchstens hier. Und das würde keinen Sinn machen. Weil hier wurde uns gesagt, dass der Eiserne Thron im Westen ist. Und hier wurde uns gesagt, dass er im Osten ist. Das Spinnengebiet haben wir fast ganz abgedeckt. Also muss es eigentlich wirklich hier sein. Vielleicht hier unten irgendwo. Na gut, gucke ich nochmal kurz hier oben. Und danach zeitraffer ich mich mal nach unten. Und schaue mich da weiter um. Hier müssten wir gleich wieder ins Wasser runterkommen. Obwohl der Boden hier langsam so aussieht, als wenn eine Mine da sein könnte. Nee, doch nicht. Ist nur die Küste. Ach ja. Könnt ihr nicht ein Schild machen? Eisenthron hier? Oder alle lieben Leute fernbleiben oder so? Na gut. Ich laufe jetzt... Wo laufe ich denn hin? Okay, das Gebiet schaue ich mir zuerst an und danach gucke ich mich hier unten um. Dann melde ich mich wieder. Wie ihr sehen konntet, war hier auch nichts von denen zu sehen. Das heißt, ich gehe jetzt kurz hier rüber, aber mir ist da ein kleiner Gedanke gekommen. Wir haben den Leuten ja einfach geglaubt, was sie sagen. Also die im Osten haben gesagt, er ist im Westen. Das war eine Gruppe von Druiden. Und denen hätten wir eigentlich trauen können. Das denke ich schon. Aber der im Westen war ein einzelner Mann, der uns gesagt hat, ja, der Eisenthron ist auch mein Feind, ihr seid meine Freunde und so weiter. Sucht mal im Osten nach denen. Was ist, wenn er gelogen hat? Tja. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier zu Ende um und danach gehe ich wieder nach Westen. Weil da haben wir uns nicht zu Ende umgeguckt. Wir haben ihm einfach geglaubt und sind weggegangen. Was ziemlich naiv von mir und dementsprechend auch unserem Charakter war. Aber so sind wir halt mit Level 5. Und mit 29. Aber gut. Da zaubert wer? Hamadryad? Oh, das werden die Schattendruiden sein. Gucken wir, was da angeflogen kommt. Beherrschung. Ah. Okay, alle Mann. Dimensionstor? Ihr werdet alle sterben! Nee, 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 wo bist du? Okay. Die ist ja nervig. Jetzt hat sie schon zwei. Okay. Nicht dünner hier. Ganz schlechte Idee. Ah, jetzt läuft sie weg. Genau, haut alle auf Minsk. Diesen Fest. Was ein Scheiß. Nicht in die Bären laufen. Nicht in die Bären laufen. Was machst du hier ganz hinten? Okay, wir haben nur noch Dünner hier. Die läuft weg. Und Gerugon. Ja, Gerugon, rette den Tag. Hau diese dumme Waldnymphe da tot. Wo ist sie jetzt? Da. Na, Minsk wird sterben. Gerugon weiß nicht wohin. Er kann sich auch nicht bewegen, obwohl er Bewegungsfreiheit hat. Oh, übel, übel. Ja, nee, das lade ich nochmal. Da. So, also hier unten war nichts. Da war jetzt diese eine Druidin, aber ich denke nicht, dass der eiserne Thron da ist. Das heißt, ich schleife mich jetzt mal durch die Büsche hier nach Norden. Geht auch nicht, schade. Okay, dann hier lang. Also schleife mich hier durch den Wald nach Westen. Und geht dann in das Gebiet, wo der einzelne Mann uns gesagt hat,
dass wir im Osten gucken sollen nach dem Eisenthron. Weil das ist ja unser Hauptziel. Die Druiden da unten aufmischen und den Rest der Karte aufdecken können wir auch noch später mal machen. Jetzt wollte ich ja eigentlich mit der Hauptquest ein bisschen weitermachen. Denn Gebiete aufdecken, schön und gut, aber wirklich interessant ist das nicht unbedingt. Und an das Level Cap, das ich kommen wollte für Baldur's Gate 2, werden wir auch so oder so recht schnell rankommen, denke ich. So, Mantelwald. Ja, hier ist noch jede Menge Platz. Und ich glaube, hier irgendwo war der Mann, der uns das gesagt hat. Heißt, da gehen wir einfach nochmal hin und gehen von ihm aus nach Westen. Also genau die andere Richtung, als die er gesagt hat. Und mit etwas Glück finden wir da dann die Zwergenmine mit dem Eisenthron drin. Ah. Haben wir beim letzten Level-Up bei Imoen eigentlich Fallenentdecken erhöht? Weil so eine Zwergenmine klingt irgendwie schon so, als wenn da jede Menge Fallen drin wären. Abgesehen von diesem Sarevok, Deivorn, Tatzok und hast du nicht gesehen, der eventuell noch da ist. Aber eigentlich sind wir relativ gut vorbereitet. Alle sind mindestens Level 5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 5 oder 6 sogar. Gute magische Ausrüstung. Ein Feuerball, der ist super. Vor allem dieser kleinen Mine können ja nicht alle sofort auf uns zulaufen. Oder sie vergreift sich an euch. Oh, ihr seid doch Freunde von Jahira, nicht wahr? Ja, da ist sie. Sie gehört den Druiden an, der Seniyat nachfolgt. Das ist einer der drei Erzdruiden. Ich teile ihre Denkweise jedoch nicht. Wegen ihrer pazifistischen Doktrin werden weiterhin Grausamkeiten gegen die Natur begangen. Nehmt zum Beispiel diese Narren im Nordwesten, der Tiere einfängt und sie für seine niedrigen Zwecke missbraucht. Als Schattendruide kämpfe ich darum... Er ist ein Schattendruide? Vor denen wurden wir doch gewarnt. Als Schattendruide kämpfe ich darum, dass die Natur unberührt bleibt und die Gesellschaft keinen Lebensraum mehr hat. Hä? Wie jetzt? Die Menschen sollen keinen Lebensraum mehr haben? Dieses Ziel muss mit Angst und Schrecken erreicht werden und die naive Sicht Jahiras und ihrer Anhänger muss ausgerottet werden. Ja, nee, das glauben wir so nicht. Ah, unterbricht ihn mal. Das dürfte gelangt haben? Nee. Aber er flieht schon. Komischer Typ. Ich meine, Überzeugung schön und gut, aber alleine mit einem Stock auf eine Sechsergruppe gepanzerte Krieger loszugehen? Na gut, nutzen wir die Zeit, bis Khaled sich wieder bewegen kann, um ein bisschen hochzuheilen. Und wir können auch gleich rasten, dann ist der Spruch auch weg. So. Ah, jede Menge Tasloi. Ach, die suchen wir auch noch, ne? Tasloi im Mantelwald. Aber ich denke nicht, dass diese Zufallsereignisse dafür gelten. Aber ich werde dann noch mit Imoen gleich mal kurz hier alle durchgehen. Nur für den Fall. Aber das wäre ärgerlich, wenn es auf dem Boden liegt und dann nach einem Tag verschwindet, weil wir nicht da waren. So, dich noch. Und ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Oh, ein paar Edelsteine schaden auch nie. Wir haben ja gerade erst recht viel Gold ausgegeben für ihre Rüstung. Aber wo lauft ihr ganz hin? Bleibt mal schön hier bei der... Okay, bleibt mal schön hier bei der Gruppe. Wo ist die Gruppe? So. Da sehe ich noch ein paar Münzen, aber sonst sehe ich nur Speere auf dem Boden. So, alle wieder zusammen. Ja, schaut gut aus. So, irgendwo laufen jetzt zwar noch ein paar panische Tasloi rum, aber die sollen uns erstmal egal sein. So, eine Höhle. Könnte eine Mine sein, aber ich denke nicht, dass der Eisenthron eine Zwergenmine übernimmt und dann keine Wache am Eingang positioniert. Also wird es wahrscheinlich eher eine Monsterhöhle sein.